Ich möchte jetzt einmal in Word2-Dateiformate vergleichen und Vor- und Nachteile aufzählen. Ich habe hier eine Datei gespeichert unter dem Namen DocX. Das ist das normale DocX-Format. Und wenn ich jetzt einmal eine zweite Datei abspeichere, die nenne ich einfach mal Doc. Das ist das, die speichere ich in dem alten Format. Wenn ich hier unter Speichern gehe, dann wähle ich hier dieses Format 97 bis 2003. Und dann kann ich jetzt einmal gucken, was hier die Unterschiede sind. Hier sehen wir, ich habe hier ein Quadrat gezeichnet. Das kriege ich im DocX-Format leider nicht immer so gut verschoben. Also da passieren manchmal Ungenauigkeiten, wenn ich das dupliziere, dass das ein bisschen hin und her wackelt, nicht ganz genau auf das Raster springt. Das ist ein Vorteil im alten Format, da klappt das ganz gut. Hier hoffe ich, dass Microsoft das nochmal irgendwann behebt. Wenn ich hier jetzt einmal raufgehe, dann kann ich hier einmal ein Quadrat zeichnen. Und wenn ich das dupliziere, sehe ich, da passiert nichts. Das springt immer genau aufs Raster. Ich kann also ziemlich gut störungsfrei arbeiten. Hier allerdings ein Nachteil, wenn ich die Kontur einfärben möchte, dann geht das hier vorne nicht. Dann ist dieses Symbol deaktiviert. Das kann ich umgehen, indem ich sage hier indem ich sage hier das hier zur Symbolleiste hinzufügen, dann habe ich das Symbol und wenn ich das anklicke, dann kann ich ganz schnell hier die Konturfarbe auf zum Beispiel rot ändern. Im DocX-Format ist auch noch ein zweiter Fehler drin oder ein Programmfehler, wenn ich hier zwei, drei Linien gezeichnet habe und die markieren möchte. Dann klappt das nur bei denen, die schräg sind. Alle, die vertikal oder horizontal angeordnet sind, die werden leider nicht mit abgegriffen. Hoffe, dass das Microsoft auch nochmal behebt. Hier im alten Doc-Format, wenn ich das zeichne, dann kann ich das fehlerfrei machen. Dann kann ich alle Linien, die ich gezeichnet habe, ganz normal markieren und dann eventuell auch gruppieren. Hier noch eine Form, die ich noch gar nicht aufgeführt habe, die ich sonst früher auch ganz gern verwendet habe. Hier, das ist diese Freihandform. Da kann ich dann sozusagen Viereck gestalten. Was hier leider schade ist, dass diese Rastereinstellung hier aufgehoben ist. Das heißt, ich zeichne es nochmal. Wenn ich hier auf die Eckpunkte rauf möchte, dann habe ich hier kein Springen sozusagen, wo sich das am Raster orientiert. Das ist im alten Doc-Format ist das noch vorhanden. Wenn ich da die Form nehme, dann sehe ich hier, das springt immer dann um diese Rastereinstellung von 0,25 und dann kann ich zum Beispiel hier einen Würfel zeichnen oder irgendwas anderes, wo ich mich dann am Raster orientieren möchte. Und eine letzte Sache noch, wenn ich hier im DocX arbeite, dann kann ich hier eine Formel einfügen. Wenn ich die allerdings im Altformat benutzen möchte, ich füge sie hier mal ein, dann sehe ich, das wird nur als Bild abgespeichert. Das kann ich nicht nachträglich bearbeiten. Auch nur ein Nachteil, ich kann hier sozusagen im alten Format keine Formeln einfügen und erstellen. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.